Hallöchen und herzlich willkommen wieder mal bei Staxel. Ihr seht, das Polieren ist beendet. Ach, bedeutet, wir müssen uns keine Gedanken mehr dazu machen, denn wir haben alle Teile zusammen. Muss ich gießen? Nein, ich muss nicht gießen. Ich muss aber den Hund begrüßen. Der braucht auch spätestens morgen wieder Essen. Wir machen nochmal eben ganz schnell Milch, denn wir haben heute eine ganze Menge vor. Ich möchte mit euch zusammen heute im Museum ein Stück weiterkommen. Ja, genug gestreichelt. Jetzt komm, hier, gib Milch. So, nicht wegrennen. Auch du, Milch. Denn wir haben ja sozusagen jetzt durch das Polishing alles zusammen. Es dürfte nach dem Gesetz der großen Zahl eigentlich nichts mehr geben. Denn wir haben jetzt weit über 500 Blöcke poliert. Und das sollte damit ausreichen, dass wir auch tatsächlich alles zusammen haben. Milch einmal hier rein, Dung einmal da rein. Nee, nicht mitnehmen. Reinlegen. Ich komme mit links und rechts immer durcheinander. Das ist aber... Och, hier hat jemand sein Handy verloren. Ich nehme es mal mit und lege es mal... Oder lasse ich es dabei? Nee, ich lege es mal weg, weil... Oder... Nee, doch. Wir machen ja leer, ne? Wir brauchen... Also, wir können es mitnehmen. Okay, komm. Ich habe mehrere Baustellen im Blick, bevor wir jetzt das Museum betreten. Da müsste ich auch noch überlegen, ob wir da eventuell wirklich eine zweite Etage reinbauen, was nochmal Material binden würde. War ich so frei und habe schon mal hier ein Grundstück ausgeschachtet und schon mal den Weg hingelegt, beziehungsweise den Zaun, und den Weg wollte ich machen. So, dann wird ein sinnvoller Satz raus. Ich wollte, und das hatte ich gestern Nacht hier im Spiel noch versucht, aber ja, wie das immer so ist. Dann war es schon ziemlich fortgeschritten nach Mitternacht und dann dachte ich, bevor ich jetzt hier noch Steine lege, nehme ich euch doch einfach mit auf diese wahnsinnig spannende Tour. Ja. Aber es geht ja Gott sei Dank schnell. Die halbe Minute haben wir. Zack. Und so haben wir ein neues Haus hier schon mal angebunden. Hallo, was hast du denn im Angebot? Ein Feenhaus? Ja. Ja, okay. Feenquelle. Müssen wir da irgendwas mitmachen mit den Feensachen? Einzelhecke. Seerosen, Baumstumpf. Toll, toll. Gibt ja schon schöne Sachen. So. Je mehr Leute im Dorf einen Besen haben, desto sauberer sollte es werden. Ziemlich einleuchtend, oder nicht? Da ist ja nun keine Raketentechnik. Und warum bin ich dann immer noch der Einzige, der hier den Besen schwingt? Weil, lieber Oskar, da ist das Problem. Nur weil jemand einen Besen besitzt, benutzt er ihn nicht zwanghaft. Denk mal darüber nach. Nur der Besitz heißt ja nicht, dass man es auch benutzt. Kennen wir alle. So, hat irgendjemand Probleme? Rowan, erzähl doch mal. Ja, schön, mich zu sehen. Was kann ich heute für dich tun? Gibt es irgendwelche Gerüchte? Angeblich hat Ciara ein paar Schwierigkeiten. Wer ist denn Ciara? Wer ist denn... Hallo? Wer ist das? Wer ist das da hinten? Ciara? Nee, das bin ich. Ciara habe ich nicht. Danke für die Information, wer auch immer Ciara ist. Ich sage, die sind alle ganz komisch hier. So, wir legen mal wieder weg die Steinwege. Und jetzt können wir uns sozusagen austoben im hier Gedöns, weißt du? Wie viel haben wir denn noch? 284. Oder nehmen wir mal, nee, davon haben wir nur weiß. Nee, das ist nicht so gut. Okay. Also, vielleicht sollte ich die Treppe noch mitnehmen. Treppe. Haben wir nicht noch Treppe? Noch Treppe? 5 Treppe. 40 Treppe. Rennstreppe. Okay. Also, das hier ist unser Dingen. Und ich dachte mir, wenn wir hier unten die Exponate reinmachen, ne? Und dann ungefähr hier vielleicht nochmal einen Boden. Dann ist genug Platz für die Exponate, ne? Und wir könnten da oben dann sozusagen als zweite Reihe problemlos die Käfer und so weiter ausstellen. Das war so meine Idee. Und das wollte ich heute mit euch machen. In der Hoffnung, dass ich den Boden schnell genug reingebaut kriege. Was natürlich in der Größenordnung wieder eine ganz, ganz schön frickelige Arbeit ist. Ja.
Wollte ich mal eben machen. Gibt es denn da kein Tool irgendwie? Nein, 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 nein. Nein, also ich finde leider kein Tool, also keine Tastenkombination, wo ich sage, ich könnte das mal eben machen. Und dann müssen wir natürlich gucken. Hier ist die Uhr, die muss... Ja gut, aber von der Seite können wir sie ja verbauen. Das ist ja nicht das Problem. Die Steine müssten eigentlich auch reichen, oder? Treppe bauen wir dann später ein. Und wenn wir dann hier unten die ganzen Knochenexponate haben, dann habe ich auch wieder Platz. Dann können wir nämlich auch diese ganzen Kästen abbauen. Wobei, die müssten eigentlich vorher weg sein, bevor die Exponate kommen. Ist ja klar, ne? So, das ist echt Konzentrationsarbeit. Treppe pflegen wir dann auch ein. Ich weiß nicht wo. Vielleicht machen wir auch zwei Treppen rein. Dass wir sozusagen hier so eine ringartige Treppe einbauen. Was haltet ihr denn davon? Dafür könnten wir die beiden Dingsflügel nehmen. Oder wir machen eine große Treppe in der Mitte. Wäre auch möglich. Ne, dass wir hier so eine Dreiertreppe oder gar Vierertreppe. Oder von mir aus auch nur eine Zweier, weil so riesig ist das Gebäude nur auch nicht. Aber dass wir halt so eine Treppe nehmen. Ich bin großkotzig mit den Steinen, das wird schon reichen, ne? Naja, ich sehe mich schon nicht weiterkommen heute, aber ich stelle dann auf jeden Fall schon mal die Exponate hier rein, weil ich brauche dann ja Platz. Und am Ende bleiben ja wieder welche über, aber seht, das ist gar nicht so wenig Material, was wir hier wieder brauchen, ne? So, dann brauchen wir natürlich auch Licht, ist klar, weil ihr merkt, es wird langsam dunkel hier drin. Aber wir hängen einfach an die Wände ein paar Lampen und dann geht das. Wir können ja zum Beispiel auch ein bisschen mischen. Das heißt, wir machen irgendwo zum Beispiel unten Fackeln hin, weil hier die ganzen prähistorischen Dinge sind. Es reicht definitiv nicht. Das kann man jetzt schon deutlichst sagen. Ihr seht, dass das eine riesige Fläche ist, die wir hier überbrücken müssen. Wahnsinn. So. Ja, wieder einen zu tief gesetzt, ist mir klar. Gut, dann müssen wir die noch fertig machen. Ne, und dann muss man eben, wie gesagt, gucken. Also entweder, na gut, hier die Treppe rein geht nicht, weil wir haben ja hier eine Wand eingebaut, die wir nicht brauchen. Aber hier unten könnten wir natürlich Exponate reinsetzen. Was könnte man denn hier unten machen? Sowas hier? Sollen wir die hier unten lassen? Aber dann haben wir ja nur noch das Gezeugs da oben, ne? Dass wir Tiere nach oben machen und... was haben wir denn jetzt abgebaut? Ach, du hast den Hammer da reingelegt. Bist du denn bekloppt? Wirklich. Oh, wir sind voll, deswegen nimmt er das nicht. Und dass man hier zum Beispiel... Und was ist das hier? Bernstein, das Raubtier, unbekanntes Ei. Ne, dann machen wir den Bernstein hier unten rein. Vier Stück. Eben überlegen, wie man das am sinnvollsten macht. So, den Blob hier rein. Ja. Der müsste noch einen verrückt werden. Ich muss mal eben Platz schaffen. Das ist nicht so einfach. Das heißt, wir haben aber diese Dinger alle schon. Das heißt, die können wir jetzt verkaufen.
Viel wert sind sie auf jeden Fall nicht. Aber wenigstens kriegen wir für eigentlich wenig Arbeit so dann doch wieder ganz gut Geld zurück. Und können jetzt mal eben den und den lösen. Das heißt, den setzen wir hier hin und den Blob setzen wir hier hin. So, dann hätten wir die eine Ecke schon mal. Kann man so lassen, ne? So. Dann stellen wir das einfach mal hier hinten hin. Hier hinten ist eh dunkel, da sieht man ja nichts. Das ist jetzt nur Zwischenstation, ne? Ja, wer sich jetzt wundert, welche Frau hier bei mir in der Wohnung gesprochen und mich zu Tode erschreckt hat, es ist Google. Google Home hat gerade in meinem Badezimmer angefangen, irgendwas Wichtiges von sich zu geben. Ich habe keine Ahnung, wer sie dazu bewogen hat und warum, aber Himmel hat die mich erschrocken. Das ist ja unmöglich, diese Frau. So, Willi, Zoraptor und Mammut. So, wir lassen immer einen frei, ne? Dann kann man nämlich drum rum gehen. Ja, genau so muss das sein. Wow. Der ist aber ganz schön groß, oder? Wieso habe ich so das Gefühl, das geht alles wieder schief hier? Gibt es eigentlich Glasböden? So. Der ist deutlich kleiner. Dann haben wir die, dann können wir die schon mal verkaufen kommen. Und ansonsten, wenn wir sie noch mal brauchen, dann gehe ich eben Steine kloppen. So. Es darf natürlich nichts mehr schief gehen, das wisst ihr, ne? So, er nach oben und er nach oben. Dann müssen wir nochmal gucken, wo wir die alle unterkriegen hier. Die bösen Boys. Und so geht das halt ins Land, die Zeit vor allem. Was ist denn, wenn wir das Schwänzchen hier, den Körper? Ist der richtige, ne? Aber irgendwas ist schon wieder falsch. Ich glaube, ich muss den Schwanz andersrum machen. Das Schwänzchen geht nach oben. Ich weiß ja nicht, wie die Viecher aussahen. So, ein Köpfchen dran. Bist du sicher, dass da nicht noch was fehlt? Ja, und was sagst du, Wollen? Es ist toll, damit angeben zu können, dass es auf einer kleinen Insel ein Museum geht. Leider hatten wir allerdings bis jetzt sehr wenige Besucher. Ja, ist ja auch etwas unspektakulär, die Ausstellung, aber naja, gut. Und vor allem habe ich keinen Platz. So, aber die haben wir alle, ne? Das heißt, die können wir jetzt verkaufen.
Wenigstens sind wir schon wieder über 100.000. Das ist ja schon mal was. Okay, was sagt denn die Uhr? Ist schon fast wieder Nacht, ne? So, im Treppenhaus wird auch gerade abgerissen. Das ist immer schön, dass man nur nachts noch aufnehmen kann, wenn das andere Pack im Haus am Pennen ist. Ehrlich. Hallo, hier gibt es Menschen, die arbeiten. Oh, wir brauchen echt Licht. Live, live. Verkaufen wir mal ein paar Fackeln, bitte. Ja, hi. Was man hier alles denken. Der ist ja sozusagen fallfrisch. Den nehme ich aus Versehen mit. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe. So, live. Ich brauche Fackeln. Ich komme mal von hinten. Hallo, live. Geben wir 20 Fackeln. Das müsste reichen. Dass wir da unten schon mal so ein bisschen Sonne reinkriegen. Also Licht, nicht Sonne. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ist ja finster wie im Bärenarsch, wa? Und wegen dem Flügel komme ich da jetzt nicht dran, oder was? Machen hier, habe ich gesagt, 10 Stück reichen? Habe ich irgendwas in der Richtung gesagt? Nö, ne? Gut. Ich dachte. Also. Also hier darf ich nichts hinstellen wegen Kollege flugfähig da. Kann man, muss man aber nicht. So, jetzt... Ey, hör doch mal auf, immer meinen Hammer ausstellen zu wollen. Wenn du meinen Hammer sehen willst, da gibt es andere Webseiten. So, was? Okay. Dann wäre das so eine Art Labyrinth hier. Für mich völlig ungeeignet. Er muss aber da weg. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil hier muss Licht hin. Da können wir reden, wie wir wollen. Da muss Licht hin, genau. So. Jetzt haben wir nur hier in der Mitte ein bisschen doof. Den haben wir. So. Sehr gut. Wenn der uns begrüßt, ist doch auch nicht schlecht, oder? Was wäre denn, wenn wir den Flattervogel, also die können wir jetzt verkaufen. Die haben wir alle. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. Aber ihr seht, so ein Tag reicht nicht aus, eine Aufnahme reicht nicht aus. Wir sind schon wieder wahnsinnig drüber, um sowas Kreatives zu machen. Das ist, du musst mal hin und her und gucken, du weißt ja auch nicht, wie sie alle aussehen und so. Das ist echt aufwendig. Oh, es leuchtet rot. Schick, schick. Okay, ja, also mir gefällt schon nicht, wenn ich hier so reinkomme. Hier müsste vielleicht doch nur ein Zweier hin, dass der Durchgang ein bisschen breiter ist. Was wäre denn hier mit dem Flattermann? Kann ich den nicht hier irgendwie reinsetzen? Reicht das nicht vom Platz her? Ich befürchte ja nicht, aber... Weil... So... Siehst du, da ist ein Bild an der Wand. Da macht er schon wieder nicht und... Nee, hier in der Ecke will er auch nicht.
Hier habe ich noch einen T-Rex. Ne, der hat sein Schwänzchen wieder nach unten, alles klar. So, so, so. Alles klar, hier, Schwanz nach unten. Ist der T-Rex? Dann hätten wir hier noch... Können wir die denn hinbauen? Ist ja nicht so schön, ne? Dann hätten wir hier das Flatterviech drin. Legen wir den mal auf Seite und dann haben wir aber auch für heute genug, finde ich. Zur anderen Seite wäre ja schöner, ne? Entweder ein Stück zurück oder zur anderen Seite. Und wir müssen ja auch immer aufpassen, hier, das Flügelstück. Der muss, glaube ich, noch ein Stück, ne? Ach, das wird eine lange Folge. So. Passt das? Ich kann das kaum erkennen. Passt das oder passt das nicht? Könnte passen, ne? So, was ist denn mit dir? Wenn ich dich... noch einmal nehme... Und hier packe. Toll. Haben wir. Ich habe zwar keine Treppe eingeplant. Alles egal. Komm, ich verkaufe jetzt. Dann haben wir auf jeden Fall weniger Material. Und dann müssen wir mal gucken. Weil es tut mir leid, aber es macht keinen Sinn, die Folgen ewig lang zu machen, wenn doch sowieso nicht geguckt wird. Warum soll ich dann so viel Zeit eingeben? Das macht nicht so viel Sinn. So, jetzt erstmal alles verkaufen und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns bei einer neuen Folge von Staxel. Ciao, ciao.